Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde. Ich bin etwas kaputt. Ich war heute den gesamten Tag in Hamburg bei den Freunden von Massengeschmack TV. Die haben nämlich heute eine Comedy-Sendung, eine Comedy-Folge gedreht. Und bei dieser habe ich als Darsteller mitgewirkt. Ich war aber nicht alleine da, sondern auch meine Freunde von der Phoenix-Ambulanz aus Hamburg. In persona, Sven ist extra mit einem KTW, also mit einem Krankenwagen, dort angekommen, damit wir die Szenen, in denen wir halt eben zum Vorschein kamen, auch vernünftig drehen konnten. Mit KTW, mit Rettungsdienstklamotte und so weiter und so fort. Natürlich habe ich auch bei Instagram gestreamt, insofern das Ganze auch in vertikal, nicht gleich losschimpfen und auch natürlich spiegelverkehrt, so ist es leider Gottes bei der Instagram-Selfie-Kamera. Das wollte ich euch mal zeigen, was da so zustande gekommen ist, immer mal so zwischen den Szenen. Also es war wirklich geil, es war ein super geiler Tag. Vielen, vielen lieben Dank an Massengeschmack TV, dass wir mitwirken durften und natürlich ein ganz herzlicher Dank an das gesamte Team von der Phoenix Ambulanz, dass ihr uns das auch so ermöglicht habt oder dass ihr allgemein die Dreharbeiten so ermöglicht habt, dass wir es so realistisch wie nur möglich mit unserem Equipment darstellen konnten. Also wirklich sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Zusammenschnitt der Livestreams. Wir hatten sogar geistlichen Beistand. Ja, der war auch mit da. Das Endergebnis seht ihr dann in Kürze bei massengeschmack.tv. Also in diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Sieben. Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde. Ja, mal in einer ganz anderen Kluft und ihr seht schon, da ist Sven von Phoenix Ambulanz, die sich zur Verfügung gestellt haben für die heutigen Dreharbeiten. Da hinten ist dann ein bisschen Action. Na, wir haben schon unseren ersten Part jetzt drin. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hat. Das war jetzt Take Nummer 4, ne? Oder irgendwie so? Alter, Sibi, ich hab schon so einen Blutdruck, ey! Mann! Dass du dir nie Texte merken kannst, ey! Geht überhaupt nicht! Die nehmen doch da hinten auf! Ach Quatsch, die nehmen überhaupt nichts auf! Nee, stimmt, die stehen da einfach nur alle, ne? Und gucken hier irgendwie ganz komisch in unsere Richtung. Da hinten sind die. Aber man sieht schon, es sind mehrere Statisten, ne? Also das bringt schon echt Bock, muss man sagen. Statisten war das mit Statistik, oder? Ja, genau, sowas in der Art. Ne? Mann, ey. Aber trotzdem, erstmal herzlichen Dank. Ne? Ja, voll gerne. Auf jeden Fall, herzlichen Dank. Ja, Sven, unser Lebensretter. Ne? Sonst wäre ich hier, glaube ich, mit einer Pferdepritsche angekommen. Ich hätte ja auch mal bei meinem Arbeitgeber anfragen können. Aber die hätten ja gefragt, ob er laufen kann. Das halte ich für ein Gerücht. So, Freunde, also wir machen mal weiter. Wir haben gleich noch ein bisschen was zu tun, aber wir melden uns zwischendurch auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, du gehst auch nachher nochmal. Hat er gerade nochmal gesagt? Hat noch jemand Bock? Nochmal? Ist das euer Ernst jetzt? Also ich wollte eigentlich heute irgendwann nochmal wieder nach Hause kommen. Du hast Nachtschicht heute, ne? Alter, ey, hör bloß auf, du. So, dann... Ja. Junger Mann, nehmen Sie Platz. Du bist privat versichert. Nee, gesetzlich versichert ist er. Stimmt. Das, noch viel, das ist noch schlimmer. Dann läufst du erst recht, Mann. Aber es bringt Bock. Es bringt richtig Bock, Leute. Ne? Werdet ihr auf jeden Fall bei Massengeschmack TV, könnt ihr das dann später sehen. Und das ist das schöne Wägelchen, was die Phoenix Ambulanz und der liebe Sven uns zur Verfügung gestellt hat. Ein KTW. Wie man sieht, auch ein etwas neuerer KTW. Der Preis ist heiß, haben sie immer gemacht. Ja, stimmt, genau, richtig. Und hier beim Glücksrad war das doch mit den Buchstaben umdrehen, die ne? Ja, die hat doch ja, genau. Also, das ist auch so ein hübsches Auto, oder? Ein schickes Wägelchen ist das. Mm. Aber wenn ich das so... Sie das NEF. Wenn ich das so... Ja, stimmt. Also, wenn ich... Nicht beim Miesen ausbauen. Wenn ich das so sehe, ne, so ein bisschen, oh, ich hätte ja mal wieder Bock auf KBF fahren, ne, ohne Scheiß. Du, ohne Geld lade ich dich sofort ein. Als Praktikant könnte ich doch bei dir mitfahren. Als Praktikant könntest du wohl bei uns mitfahren, ja. Ich glaube, da reden wir noch mal drüber. So, Freunde, also, wir müssen noch mal wieder ran. Also, bis später. Haut rein. Wir sehen uns nachher. Euer Sibi und, naja, Sven und hier der ganze andere Haufen da hinten. So, moin, Leute, noch mal, ne? Ich bin auch immer noch da. Aha. Jetzt wird gedreht, wie jemand aus dem Fenster fällt.
wir spielen das. Nicht, dass deine Kollegen hier noch ankommen. Aber warte mal. Ich habe Urlaub. Du hast ja erst Nachtschicht. Du hast dein Handy mit, ne? Kübi. Stimmt. Ach ja, der hat sogar Dienst. Stimmt. Kübi. Du weißt ja, wo wir sind, ne? Kannst dich schon mal in die Richtung. Wir stehen günstiger. So, haben wir mal gespannt. Dieses Fenster stürzen. Du musst noch mal sagen, wer der Chef ist. Wer der Chef ist? Ja. Holger, hinter ihm. Da. Ja, ich weiß das, aber deine Follower nicht. Also doch, natürlich, die kennen ihn doch, Holger. Fusa. Holger, Massengeschmack TV. Kübi, ich liege, schreibt er. Kübi, steh auf jetzt. So, pst. Und jetzt boff. Das ist echt einer aus dem Fenster gefallen. Ich glaube, irgendjemand hat seinen Text vergessen. Ja, ich glaube auch. Die sind alle von dir geimpft. Ja, bestimmt. Die haben auch alle einen hängenden Mundwinkel bestimmt. Aber wir haben auch geistlichen Beistand hier. Wir haben hier geistlichen Beistand, wie man sieht. Ne? Also den haben wir auch noch. Vor allem hier oben, ne? Deine. Ja? Mhm. Ja. Wie nennt sich das? Wie heißt das? Also, das ist so geil, ne? Weißt du, dass Kübi kommt? Ja, stimmt. Ich glaube, der Kübi kommt. Ich glaube, Kübi kommt. Achso, jetzt bestimmt. Genau, die reden alle. Und Action. Wir haben doch schon einen Sani. Kübi, stehst du mal kurz auf? Das wird ja wirklich gefährlich. Guck mal, wir haben geistigen Beistand hier. Ne, wir haben geistigen Beistand hier. Wir haben Retter hier. Ja, also eigentlich könnten wir doch im Wechsel, mal gewinnst du, mal wir. Ja, oder? Ist klar, doch eine geile Idee. Natürlich. Du hast doch einen direkten Draht zum Chef natürlich, da oben. Ne? Ja, klar. Ja, siehst du, dann passt das ja. Den kannst du mitnehmen. Ja, der da jetzt aus dem Fenster runtergefallen ist. Der hat sowieso schon so irre rumgebrüllt, weil sonst müssten wir jetzt ins Sektorenkrankenhaus fahren wegen einer an der Klatsche und so, weißt du? Und ich habe keinen Bock, so weit zu fahren. Also den kann der Chef gerne haben. Okay. Den nächsten, den nehmen wir dann. Okay, alles klar. Ist ein Deal. Ist ein Deal? Ist ein Deal. Wunderbar. Dankeschön. Liebe Grüße an den Chef, ne? So, also, ihr habt mitbekommen, ne? Wir haben dann schon mal gleich ein bisschen versucht zu vermitteln, ne? Zwischen dem Chef da oben, ne? Chef. Ja. Den hier ist jetzt nochmal. Nochmal? Ja. Irgendjemand hat seinen Text vergessen. Du! Ich wusste gar nicht, dass du da mitspielst. Du hast seinen Text vergessen. Der Film war, das Lied war, du hast den Farbfilm vergessen. Vor allem, ich kann nicht so weit dahin, sonst sieht man mich wegen der Kamera. Das ist blöd, weil er ja den Schwenk macht. Oh, wir stehen hier scheiße. Wir müssten mit drauf sein. So, und jetzt sind wir gleich wieder gefragt, ne? Weil es ist ja jemand aus dem Fenster gefallen oder gesprungen sogar. Ja. Kübi, was kocht ihr heute? Ich hab Hunger. Oh.
wird sogar der Holger böse. Ne? Das ist mir jetzt auch ein ganz kleines Licht. Das kann ich gleich mit ihm erklären. Ne? Mit dem Chef oben. Holger, ich glaube, wir waren drauf. Ich komme, jetzt springt er erstmal aus dem Fenster. Genau, ich komme. So, komm runter. Nimmt er jetzt wirklich die Treppe? Ich habe Urlaub. Ich mach gar nichts. Das klingt wirklich schon ziemlich irre, ne? Ernsthaft? Nein, ich brauche ja noch Kunst. Ernsthaft, den Typen, den rette ich da nicht raus. Ja. Was denn? Den rette ich doch nicht aus der Ecke. Der kann hierher krabbeln. Der hat doch nur was mit dem Rücken oder was? Und nicht mit den Beinen, der kann laufen oder was? Außerdem erster Stock, hör mal. Ja, so sieht's aus. Also, wir sind jetzt auch gleich wieder mit am Start hier. Wir müssen gleich retten. Nochmal kurz auf den Zettel. Meinst du, wir drehen das nochmal? Ja, so wie eben, ne? Oh, jetzt fängt er mit Kunstblut an. Ernsthaft? Oh, Typ, Alter. Ernsthaft jetzt? Kommt das Blut aus der Wäsche raus? Ich hab was Weißes an. Es kommt aus den... Ja, kann man eigentlich ja. Ne? Müsste draufstehen. Unterm Auge. Aus dem Ohr. Und nicht so fest schmieren. Mach mal Tropfen drauf. Oh Mann, Alter. Wer war jetzt der Chef? Was? Ich werde ein Zehner, wenn er einen Schluck nimmt. Ich mach's umsonst. Ach so, ich dachte, wir sind hier auf dem Bazar. Wir haben doch geistigen Beistand hier. Oh Mann, wie langweilig. Marcel, wir drehen einen Comedy-Film für meine Freunde von Massengeschmack TV. Und wir sind halt eben die Retter, die ja die Scheiße wegsammeln müssen, auf gut Deutsch, was hier passiert. Ne? So sieht's aus. Allerdings haben wir für die erste Szene, ich habe es zweimal versaut, meinen Text. Und dann haben wir auch technisch das so ein bisschen versaut. Und dann sind noch andere irgendwie, also ich glaube den ersten Take, sag mal den ersten Take, ne, Sven? Wie oft haben wir den jetzt gemacht? Ich glaube, 6 Mal haben wir den insgesamt gedreht, ne? 5 oder 6 Mal. Ja, beim 3. Mal ist der Patient von der Trage gefallen und dann haben wir es noch 3-mal gemacht. Genau. Ja, genau, richtig. Und dann war er wirklich verletzt. Dann brauchten wir einen neuen Statisten, weil wir ihn halt eben kaputt gerettet haben. Du nicht.
Ich? Wieso ich? Du bist doch hier der. Du nicht. Du bist doch hier der Chef, oder was? Ich nix-Chef. Du hier Chef von hier Laden, weißt du. Ali-Chef. Ali-Chef, achso. Und hier, die Weihnachtsmütze ist auch noch mit am Start hier. Natürlich, die fährt das ganze Jahr mit. Das ist geil. Jo, Weihnachten kommt ja auch wieder. Oder da oben hängt Ostern. Sivi, kommt das auf. Ach ja, stimmt, da, ja. Tatsache. Sivi, kommt das auf Sat 1? Nein. Das kommt bei dem Sender Massengeschmack TV. Das ist ein Hamburger TV-Sender quasi. Also auch wie der gleichnamige, also gleichnamige Adresse, massengeschmack.tv. Genau. Und wo kann man das gucken? Ja, entweder halt eben bei Massengeschmack TV auf der Seite oder halt eben auch bei YouTube. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind es zwei Teile. Der erste Teil wird morgen schon ausgestrahlt. Und der zweite Teil, glaube ich, 14 Tage später, wenn ich das richtig verstanden habe. Müsst ihr mal auf dem YouTube-Kanal Massengeschmack TV oder auch hier bei Instagram, könnt ihr gerne mal schauen. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Kann ich euch später bestimmt sagen. So. Jetzt wird da der Mensch, der aus dem Fenster gefallen ist, erstmal präpariert. Der liegt jetzt auf den Mülltonnen, wie man sieht. Na? Du hast Spaß an deinem Job, ne? Nicht schimpfen, du bist live. So, und jetzt müssen wir wieder leise sein. Jetzt geht das nämlich gleich wieder los mit der Tonabnahme. Oh, das sieht ja schon geil aus. Das sieht ja schon geil aus, wie er da liegt. Achso, dann gehen wir mal wieder weg. Anderen muss man viel Geld dafür bezahlen. Einige machen es umsonst. Ja, richtig. Olli, du musst auch mit dabei. Ja. Der geistige Beistand hat immer noch nicht seinen Auftritt. Wie schade. Kamera neu. Unrealistisch, aus der Höhe landet der nie auf dem Rücken. Du, unrealistisch ist auch, dass ich so jemanden rette. Hallo? Ich habe Urlaub, verdammt. Oh, ernsthaft? Gut, also, bis später. Du bist gesetzlich versichert, ne? Oh, nee, dann kannst du hinterherlaufen zum Krankenhaus. Von wo denn? Ja, wieder da vorne, ne, oder? Holger, hast du gerade gesagt, wir kommen jetzt von der Seite mit der Rolle rumgefahren? Ist das dein Ernst, oder? Ja, guck mal, das heißt. Habt ihr das gehört? Mit eine Fahrtrage mit der Rolle. Alter. Aber wenigstens hast du nicht Bare gesagt. Wir haben nämlich keine Gardinen hinten im Auto. Ja, gut. Habt ihr es gehört? Der Chef hat Rolle gesagt. Alter Schwede, du. Einmal mit Profis, weißt du. Ach so, wieso? Ich bin ja schon da, es hat sich erledigt. Ach ja, stimmt, genau. Du hast ja eben gerade mit runtergeguckt, ne? Genau, genau. So, also, bis später, Freunde, zu Teil 3. Ja, moin, meine lieben Leute. Also, die letzte Szene von
uns ist jetzt auch mit im Kasten von Sven und mir. Und es wird auf jeden Fall interessant werden, garantiert. Ich bin der etwas grantiligere Sanitäter, ne? Sanitäter, der immer genervter wird und irgendwann auch laut wird. Ja, sind einige Sachen passiert. Ich kann ja jetzt nicht zu viel leaken oder wir können nicht zu viel leaken, aber es wird auf jeden Fall interessant werden. Definitiv. So sieht's aus. Aber wir sind jetzt durch. Der junge Mann muss noch zum Dienst heute. So, und ich bleib auch noch ganz kurz, bis die hier durch sind. Und dann kurz. Muss ich auch noch mal, ja, bis zum Schluss bleibe ich auch nicht. Ich muss auch noch mal nach Hause irgendwann. Und dann, ja, war auf jeden Fall ganz geil. Hat Spaß gemacht, ne? Ist mal was anderes. Ja, es hätte jetzt nicht mit dir sein müssen, aber sonst ging es. Ja, eigentlich. Aber es war schon ganz geil. Es wurden auch Outtakes gedreht. Ja, wird auf jeden Fall spannend und interessant. Vor allen Dingen, ich finde diese Jacken finde ich geil jetzt, ohne Flachs. Ich finde die, ja, Farbe, ich mag also die Farbe total gerne. Hier von Sivis Follower, ne? Also, wer Bock hat, solche Klamotten zu tragen, ne? www.phoenix-ambulanz.de, einmal auf Stellenanzeige, ruf mich an. Ich hoffe, ich durfte die Werbung jetzt nutzen hier bei dir. Ja, natürlich. Super. Ruft mich an und wenn ihr auch mal so komisch aussehen wollt wie Sivi, denn gelb geht ins Auge, bleibt im Kopf. Und das hat nichts mit Hepatitis zu tun. Da geht das Gelb manchmal auch ins Auge. Aber gut, okay, das war ein Insider. Guck mal, er lacht. Der junge Mann ist übrigens Betriebsleiter bei so Phoenix Ambulanz. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, ausbildungstechnisch, wie sieht das bei euch aus? Wir bilden auch Rettungssanitäter aus. Im August haben wir wieder Plätze am Bildungszentrum Schlump. Haben wir wieder Plätze reserviert. Also bewerbt euch, lernt mich kennen. Und ich habe gehört, der Sivi kommt auch mal als Praktikant. Und habt ihr richtig gehört? Das machen wir. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte unbedingt mal wieder KDW fahren. Das ist schon so viele Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Also ehrenamtlich natürlich. Ja, natürlich ehrenamtlich. Als Praktikant. Freiwillig. Ne? Und dann gucken wir uns das mal an. Und dann fahren wir mal schönen Dienst als Praktikant. Und danach kriege ich in dem Laden garantiert Hausverbot. Dann habt ihr auf jeden Fall mir einen Vorteil gegenüber. Ihr dürft denn da arbeiten, euer Geld verdienen und ich das Haus nicht mehr betreten. Nein, Spaß. Und wer kann schon von sich behaupten, einmal in der Firma gearbeitet zu haben oder zu arbeiten, in der Sivi schon mal Praktikant war? Das ist ein guter Ansatz. Ja, jetzt merkt man auch, warum er Betriebsleiter ist, ne? Der Unternehmergedanke ist da. Ja, natürlich. Definitiv. Also jetzt mal Spaß beiseite, ne? Das ist natürlich jetzt alles hier auf witzig getrimmt, aber auf jeden Fall ist ja Bedarf bei euch da. So, ja, Personalbedarf ist da, es wird ausgebildet. So, und wer nach Hamburg kommen möchte und als Rettungssanitäter in der Krankenbeförderung tätig sein möchte, kann sich natürlich sehr, sehr gerne bei der Phoenix Ambulanz melden. Kleiner Zusatz von mir nochmal. Phoenix Ambulanz findet man natürlich nicht nur auf der gleichnamigen Internetseite, sondern auch hier bei Instagram. Guckt einfach mal in meine letzte Story. Ansonsten, die Verlinkung ist in der Videobeschreibung von diesem Video hier. Und dann dürft ihr auch gerne mal ein Gefällt-mir-Daumen da lassen. Ich glaube nicht, dass es heute das letzte Mal war, dass wir was zusammen miteinander gemacht haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird noch was kommen. Also man munkelt. Man munkelt. Also Freunde, haut rein. Euch noch ein schönes Restwochenende gewünscht. Jetzt hat er irgendwas entdeckt. Wir strahlen immer um die Wette. Ja, stimmt. Wie heißt sie, Kerstin? Kerstin Nordlicht 1. Und sehr ehrenvolle Arbeit. Bleibt gesund. Ja. Kerstin, wie können so zwei hübsche Menschen nicht strahlen? Also ich sehe hier nur einen. Ja, und das andere ist Sivi. Also ihr merkt schon, ne? Wir haben denselben Humor. Oder naja, nicht denselben, den gleichen. Ja. Nee, nicht den gleichen, denselben. Ja, kann den man so sagen. Ähnlichen. Ja, ich krieg, glaube ich, auch langsam Blutdruck. Aber echt, hat echt Spaß gemacht. Also muss ich sagen, und es wird auch bei uns beiden sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir was zusammen gemacht haben. Also ihr dürft gespannt sein. Jetzt Phoenix Ambulanz gerne abonnieren. Hashtag Werbung. Und in diesem Sinne, haut rein. Wir befördern Hamburg. Ist das euer Slogan? Wir befördern Hamburg. Und je mehr Leute bei uns arbeiten, je weniger muss Sivi arbeiten und hat wieder Zeit für geile Videos für euch. Stimmt. Ihr habt's gehört. Also. Haut rein. Wir wünschen euch was. Bis denn. Schönes Wochenende. Warum ruft die Polizei? Er wird sie alle beseitigen. Moment, ist der hier gemeint? Ja.
Der Junge ist der Sohn des Teufels. Ja, aber was will der dann bei uns im... Ja, nee, aber ich verstehe das ja nicht. An dieser Stelle stand vor 100 Jahren eine Kirche. Und die Legende sagt, dass im 5. Monat des Jahres 2021 hier der Teufel den Ort verfluchen wird. Ja, dafür muss nicht erst der Teufel kommen. Ich verfluche dieses Wort schon lange. Hey! Hey. Das war nicht ganz rund vom Pfarrer. Nochmal bitte. Er hat 4. gesagt. Also wie ihr seht, ich bin durch. Sven ist auch schon los, der hat heute Nachtdienst. Aber ja, bevor ich mich jetzt auch gleich auf die Socken mache, ich muss ja Holger gleich noch küssen und so. Ja, wie, was? Will ich küssen? Hier, habt ihr es gehört? Pöbelt der Chef hier gleich rum. Hallo, ist meine Aufgabe, hier rumzupöbeln. Oh ja, ja, ist klar. Die Leute zu doof werden, zu bunt werden. Ja, hier, dann pöbel doch den da an. Da. Also das, auf den macht das keinen Eindruck, das ist das Problem. Ja, meinst du mich statt das, oder? Nee, draußen haben wir alles. Das ist schon geil, es bringt echt Bock. Trenn dich doch von diesen Leuten. So, dann gehen wir jetzt hoch. Ich räume, ich nehme die Tassen mit, Leute. Geht hoch, geht hoch. Ich nehme die mit hoch, lass ihn. Ich geh noch mal die Runde. Hier müsst ihr, der Ruhe. Oh, danke, da war voll. Okay, ihr wird schon mitgenommen. Dann nur die Tasse. Ja, dann kannst du ja wohl auch selber nehmen. Oder wolltest du mich jetzt delegieren? Warte, warte, gib sie mir. Nein, gib sie mir. Guck mal. Sie sind prominenter als ich. Oh mein Gott! Ey. Du bist auch gerade live. Du bist auch gerade live. Du bist live. Mach dir mal die Haare. Du bist live. Na. Ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Also, auf jeden Fall sehr spannend. Und, weil ich vorhin schon eine Frage bekommen habe, per Nachricht, sag mal, wieso lauft ihr da alle ohne Masken rum, die ganzen Statisten? Selbstverständlich haben wir uns getestet. Ne? Das macht man heutzutage normal vor Dreharbeiten. Das ist unheimlich wichtig. Muss man leider Gottes, gerade wenn so viele Menschen dann auf einem Haufen sind. Ne? Und alle, die hier sind, sind negativ getestet. Und erst dann kann das natürlich stattfinden. Das ist natürlich ganz wichtig. Nur so nebenbei. Ne? Die Frage fand ich aber auch gut und auch berechtigt. Ne? Da merkt man, dass mitgedacht wird. Aber natürlich haben wir auch mitgedacht, so, und ich muss jetzt hier einen Stock hochlaufen. Obwohl es hier einen Fahrstuhl gibt. Leute. Ich zeige euch mal das Studio von Alsterfilm. Obwohl die drehen da jetzt gerade. Nee, tun sie nicht. Sie lungern hier alle rum. Ja, genau. Du hast ein Delay. So, pass auf. Also. So wie wenn du da haben wir die olle Technik. So, und hier haben wir dann das eine Studio. Hier sieht man die Zuschauerstühle. Natürlich alle übereinander gereiht, momentan geht's nicht. Hier habt ihr mich vor 2 Wochen gesehen. Na, hier saß ich hier vorne. Holger, ja, hier die Mediatheke. Und dann haben wir hier natürlich noch das andere Studio. Wer weiß. Aber gut, wir wollen mal jetzt nicht zu viel sagen. Vielleicht sieht man dem einen oder anderen dann nochmal. So sieht dann ein Filmstudio aus. Den Teil, den ihr seht, ist natürlich dieser. Logischerweise. Nicht? Von den Seiten. Hier ist die eine Kamera auf den Gast ausgerichtet. Und natürlich die Kamera auf den Gast. Und dann haben wir hier natürlich dann noch einmal eine Kamera, die jetzt gerade verwendet wird, um unsere heutige Sendung zu drehen, die dann das Ganze im Profil nochmal... Oh, ey, das ist geil, ne? Und immer laufen irgendwelche Leute durchs Bild. Das ist zum Kotzen, ist das. Aber nee, das ist hier das... Das ist der Filmemann. Hallo, Filmemann. Hallo, nicht Filmemann. So, also in diesem Sinne... Ja, ich grüße euch alle. Ne? Jetzt wisst ihr das mal, jetzt habt ihr es mal gesehen. Ja. Und was ganz schlimm ist... Ich glaube, hier war man ein St. Pauli-Fan. Aus diesem Grunde ist auch die Salami, die in diesem Kühlschrank ist, jetzt schon 7 Jahre lang, hat sie das Licht der Welt nicht erblickt. Ich glaube, wenn man da den Kühlschrank aufmacht, dann wird man in die Hand gebissen von der Salami. Weil es traut sich keiner, die Tür aufzumachen, weil so viele St. Pauli-Aufkleber da dran sind.
Der Filmemann lacht. Er findet's lustig. Oder er denkt sich einfach nur, halt einfach die Fresse, du Spinner. Das könnte durchaus auch sein. Auf keinen Fall. Na, nie. So, also jetzt wird das Studio umgebaut hier für die weiteren Drehaufnahmen. Deswegen mache ich jetzt hier die Fliege. Da ist der Chef höchstpersönlich. Guckt ihn euch an, da. In Wort und Bild wollte ich gerade sagen. Aber Wort und Bild hört sich doof an, ne? Ist richtig. Ist das richtig? In Wort und Bild, ja. In Wort und Bild. Bild und Ton. Bild und Ton, danke schön. Ja, ja. Genau, und da saßen wir ja. Da auf der Ecke. Da frage ich heute noch mit. Oh, geil. Oh, geil. Oh, das geht runter wie Öl. Das Blöde ist, ich weiß, dass er ein Lügner ist. Also, es ist Spaß hier, auf jeden Fall. Es bringt richtig Bock. Aber ich mache jetzt auch mal langsam die Biege. Ich muss jetzt auch mal langsam los. Die drehen jetzt noch ein bisschen. Das dauert alles noch ein bisschen. Wie schon gesagt, ich glaube, morgen seht ihr Teil 1 bei massengeschmack.tv auf jeden Fall. Und ich glaube, in 14 Tagen kommt Teil 2, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, Internetseite massengeschmack.tv, ne? Oder halt eben YouTube, Instagram oder wo auch immer ihr Massengeschmack verfolgen könnt. Ne? Oder was sagst du dazu? Ja. Absolut. Massengeschmack lohnt sich immer. Er wollte gerade rausrennen hier, weil er gesehen hat, ich drehe und dann spreche ich ihn auch noch an. Ne? So ja, aber gerne. Massengeschmack ist immer ein Besuch wert. So ist es. So sieht's aus. Also, in diesem Sinne, haut rein, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch was. Bis dann. Euer Sibi.